Ja, hallihallo und willkommen zum großen Preis von Indien nach, ja, Tag 1 nach der, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Titel sicher, oder er oder Klawutzka hat einen Titel sicher. Yay! So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier Dingsens machen. Da sehen wir es. Punkt 5 zusammenzählen und da müssen wir besser sein als alle Teams. So, Indien, eine Strecke, mit der ich mittlerweile eine tiefe Hassbeziehung führe. Warum wohl? Ja, ein Disconnect sagt alles. So, wir haben kein Ziel F und E. Aber ich denke mal, ein paar Runden können wir trotzdem fahren, oder? Naja. Oder willst du nicht? So, im Q1 verbrate ich übrigens einen Weichen, weil, ja, fürs Rennen brauchen wir drei harte. Okay. Ach ja, stimmt, genau, das ist ja. Ich habe eigentlich das Bedürfnis, jetzt ein paar Donuts zu drehen. Mal blöde Frage, wo bist du auf der Strecke? Wo bist du auf der Strecke? Hinter dir. Ich sehe dich aber nicht. Ich sehe nur deinen Punkt. Lol. Ich sehe dich nicht! Ma, ich fahre jetzt vorbei. Yay. Lol, ich habe gerade schon dein Schild gesehen, aber ich sehe dein Auto nicht. Dann müssen wir nach dem Training nochmal raus. Ja. Lol. Ja, ich bin Weltmeister, ich bin jetzt invisible, weißt Ja. du? What the Das ist shit. also allgemein so stark. Wenn der Co-Partner Weltmeister wird, sieht der andere ihn nicht mehr. Oh Gott. Cut! Das ist die Outlap. Ach man, und da kann man nicht so bremsen, wie ich will. So. Das war nicht so schön. Also fett bin ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Oh, die Sonne blendet. Ein sehr guter erster Sektor. Dafür war das hier scheiße. Bei mir genau andersrum. Und das hier. Er war schneller als ich. Ja. Ja, wie gesagt, der erste Sektor war richtig gut. Ich bleib mal auf Standard. So, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo du auf der Strecke bist. Ja, ich bin noch vor dir, eine Sekunde oder so, anderthalb. Thank you.
Hoppala. Ah. So ist noch nicht so perfekt. Hoppala, was war das? Extend. Fuck. Boah, das war extrem schlecht. Mano, wieso? Verbessert? Ja. Wenn die Runde davor schöner war. Wo bist du? Knapp vor dir nur. Also, das ist weniger als eine Sekunde. Ich hab von deinem Namensschild ganz gleich aus hoppen sehen. Lol, warst du da? Das war Bianchi. Bianchi habe ich auch nicht gesehen. Lol. Aber den da, den Williams da, den sehe ich. Immer noch so knapp vor mir. Das geht, lol. Das war jetzt scheiße. Was hat sehe ich auch nicht. Wo ist Bottas? Weiß ich nicht. Hier sollte Bottas sein. Da siehst du irgendwo einen Bottas. Also Bottas habe ich überholt. So, das reicht jetzt nicht, dass wir uns hier irgendwo... Ja, gib auf, Mann. Gut, dann gehen wir mal eben ganz kurz auf Beenden, denke ich mal. Das können wir im Video drin lassen. Ja. Das dauert ja nicht zu lang. Komisch, komisch, komisch. Ja, ziemlich komisch. Boah, ich bin so heiß. Bei mir geht's aktuell. Mann, 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 was ist das denn? Keine Ahnung. Ein komischer Bug. Mm. Ein sehr, sehr komischer Bug. Und dann werden wir ja doch fertig, bevor F1 2015 rauskommt. Das ist ja auch gut. Ja. Geh bereit. Ich guck nochmal hier einmal alles durch. Williams hat immer noch keinen Punkt geholt, by the way. So. So, Q1 jetzt. Das ist ja komisch. Also was hatte ich auch noch nie. Ich auch nicht. Also ich habe hier alle gesehen. Ich habe nur ein kurzes Namensschildchen immer gesehen, wenn ich sie überholt habe. What the shit? Du siehst mich aber jetzt, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich die auf der Strecke nachher sehe. Okay, lass mal. Bist du schon. Hast du schon auf Auffahren geklickt? Nein, mach du mal. Okay, ich will erstmal alles einstellen. Okay. Okay, ich fahre jetzt raus. Jetzt kannst du drücken. Okay. What the shit? Hä, wieso? Ja, es wäre gruselig, wenn das jetzt immer noch so ist. Ich sehe dich. Ich dich auch. Okay, gut. Bug behoben. Wäre jetzt scheiße, wenn einfach die Kurbsaison abfacken. Gibt's ja auch. Zu genüge. Ach, das war jetzt gerade richtig gruselig. Auch schön sonniges Wetter hier. Kein Smog. Aber auch leider keine 1 Milliarde Menschen an der Strecke. Ein bisschen viel, nicht? Ja, da bräuchte man schon riesiger. Das geht doch gar nicht. Nee. Man bräuchte es irgendwie
Nee, es geht gar nicht. Eine Million würde gehen, denke ich mal. Da müsste man aber auch eine riesige Tribüne bauen. Ja, 10 Fußballstadien. Ja, mehr noch. An jeder, vor allem an der Gerade einmal lang. Bremst. Ah, ging noch. So, sehr schön. Voll, kein Abkürzen dafür hat mir auch Zeit gekostet. Also von daher. Ich hab die Kurve vom komplett gefasst und bin, nachdem ich im Gras war, einfach mal geradeaus gefahren, so langsam. Also von daher. Das ist. So. Ah, bei mir ist eine ganz gute Runde. Ich gebe LOL! Auf. Zeigt gleich. LOL, nicht schlecht. Not bad! Na, es waren doch zwei. Hey, bei mir war zeigt gleich angezeigt. Egal. Naja, das war jetzt eine Scheißrunde. Also, das mache ich dann nicht im Quiz. Das mache ich dann nachher nicht mehr. Das war jetzt nur um. Halt nicht noch eine Runde fahren zu müssen. Ich will mal eben mein Fenster wieder öffnen, es regnet nicht mehr, wird hier langsam warm. Ich fahr glaube ich gleich raus. So. Gleich mal raus. Der erste und der letzte Decke waren gut, der zweite war nicht so gut. Ich bin relativ sauber gefahren, passt schon. Also ich bin zufrieden, ich habe halt probiert keinen riesen Fehler einzubauen. Irgendwas Besonderes raus. Bianchi, Chilton und Pix sind weiter, alles klar. Heißt, irgendwas ist da wieder falsch gelaufen. So. Go! Go! So, gut zwei. Welcome to a round of the Boot International Circuit. Sehr schön. Kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box.
Hoppandu Mongo! Toll, der Körper hat mich festgehalten. Schön extended hier. Na, ja, ich habe 4 oder 5 Zehntel durch Button halt verloren. Okay. Es reicht mir aber trotzdem. Jo. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, die Strecke mag ich nicht. E-Punkt Gutierrez weiter. E-Punkt Gutierrez. Also irgendjemand ist von den Großen ist rausgeflogen. Massa. Auf jeden Fall Massa. Grosjean. Ja, Grosjean. Und ein paar andere. Genau. Eventuell Perez, weiß ich nicht. Mal gucken, ist Perez drin. Ja, nee. So. Wieder warten, ne? Ja. Bum, 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 bum. Aha. So, ich drücke jetzt schon mal auf Rausfahren. Die kommen ja schon noch alle. Nee. Ja, ich fahre eben ein bisschen langsamer, die werden mich dann überholen. Ja, wer sagt nur, mein Timing war perfekt? Ha, Bitch. Aber Hülkenberg war auch halt wieder bärenstark. Oh ja. Definitiv. Vor allem auf der Start unglaublich. Wäre der Regen nicht gekommen, wäre der echt gut gewesen. Ja. Aber so im Endeffekt hat er nichts verloren, dadurch, dass Raikön diesen Fehler gehabt hat. Genau. So. Viel Glück. Ihr auch. Ich werd's brauchen. So. Das war's. Wieso? Ich hab den Pöller mitgenommen. Ja. Thank you.
Hammer zu Ende. Yay, Run on British. Hei. Alter, sind sie flott. Oh Gott. 26,9. Also ich bin vielleicht also E-Punkt Gutierrez war nicht so schnell. Nur Vierter. Hui, ja gut. Muss viel später bremsen. Ich hab schon spät gebremst, aber das war noch immer zu früh. So, den Reifen jetzt einmal bitte. Fährst du gleich wieder raus? Nein, ich warte jetzt. Guck mal hier, wo du langsamer warst. Du hast im ersten Sektor ordentlich... Nee, warte mal, ich guck mal lieber hier. Nee, hier kann ich nicht gucken. Das ist ja shitty. Und du warst im letzten Sektor auf jeden Fall der schnellste. Ja, der war gut. Der erste Sektor war schlecht, der zweite Sektor war noch schlechter. Oder kannst du mir die erste Sektorzeit sagen? Nee, kann ich nicht. Nee. Sehe die leider nicht. Egal, gleich wenn ich in der Box bin, dann siehst du's. Oder sehe ich's auch. Yep. Da wollte ich eine 41,5 und die war gut. Was hat Hamilton für eine Sektorzeit gehabt? Das kann ich jetzt nicht sehen, das fährt auch noch. Achso. Aber auf jeden Fall auch relativ schnell. Okay, warte mal. Renndirektor? Ja, im ersten Sektor kann ich noch 2 Zehntel. Der zweite war einfach schlecht, der dritte war okay. Boah. Aber 26,3 ist schon... Oh. Mhm. Ist schon ganz schön eine Hausnummer. Definitiv. Ja, wenn die jetzt alle... Dann warte ich jetzt noch, bis die alle durchfahren und dann fahren die jetzt alle an die Box. Ich fahre gleich an die Box. Dann warte ich noch bis... Keine Ahnung. Bis Bäume grün sind. Na, du bist auch noch drin, oder? Ja, klar. Ja. Warte ich noch bis 2,45 oder so. Keine Ahnung. Ein Ziel F&E sollten wir noch haben. Mhm. So, dann stellen wir mal alles in unserem Wagen ein. Das ist schon eingestellt, ist auch schon okay. Ja. Noch irgendwas? Gut, ich fahr jetzt raus. Warte noch ein bisschen. Och nö. Fahren jetzt raus? Ja. Warte noch. Na egal, ich mach das schon irgendwie. Doch nur die fahren nicht zu langsam. Ich fahr jetzt auch. Du bist jetzt Zweiter, oder? Wenn ich jetzt eine Strafe bekomme, dann hab den nicht mal berührt. So chill, du Opfer. Noch 2 Minuten. Soll irgendjemand fährt erst jetzt raus? Das reicht doch locker. Ja. Also für auch für den letzten. Der Lotus vor mir soll nur ein bisschen Gas geben, aber macht er auch. So, ich muss jetzt einer raushauen. Ich auch. Ich kann auch noch deutlich schneller. Ich auch, ich kann schneller als gar nichts.
Obwohl eigentlich so 0,001 Sekunde würde ja reichen, dann wird keiner mich schlagen können. Ja. Na, dann muss ich ja irgendeinen Cheat finden. Fangen wir mal Hamish. So. Ob der echt nicht so lange damit fährt? Ich hoffe, der hat einen Lifetime-Bun. Es geht los. Ich krieg's nicht. Ich hab den ersten Sektor verkackt. Ich habe im ersten Sektor noch mal 1,5 Zehntel langsamer als vorher. Ich habe 41,4. 41,8. Ne, 41,9 sogar. Oh Gott. So schlecht. Boah, das war eine Runde. Ich habe auch die zweite Kurve total verhauen, total. Also das war, also der erste Sektor war perfekt, zweiter ja, gut, da war eine oder andere Ecke bei. Dritter war wieder gut. Alter, die KI ist echt stark. Ja, das kann ein lustiges Rennen werden. Gut. Dann würde ich sagen, war es das vom Qualifying aus dem Land der roten Punkte auf Verstören. Und ja. Bis 18:30. Tschüss. Tschüss.